geht ab, was geht ab? Wir fackeln nicht lange um den heißen Brei. Coach Frankie sein Statement zu den Leuten, die ihn besucht haben. Ne, ich hoffe, ihr habt das Video gesehen, was wir gepostet haben. Wir gehen da auf jeden Fall rein, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, kommentiert. Let's go in it. Coach Frankie, Statement Nummer 1. Und teilt den Stream, jeder kann 10 bis 20 Mal tippen. Hä, wurde es gepackt oder was für gepackt, Mann? Wenn alle ein Herz hier rein, wenn man gepackt wird, dann wird das gepackt aufgenommen, oder nicht? So, ich zeig euch jetzt was. Man muss sagen, gepackt wurde der Weg illegal, die war vor seiner Tür. Ja. Viel, viel heftig. Nicht vor deiner Tür, vor deinem Fenster. Vor Fenster. Ja, genau. Er wurde gepackt. Wie süß. Er wurde gepackt. Ja, sehr, sehr süß. Digga, wie geil die auch an sein Fenster gehen, Digga. Ja, komm raus. Ja, komm rum. Digga. Das ist echt heftig, ne? Ey, das waren die alle ein Herzchen rein. Ja. Die müssen ihn ja auch kennen, Digga. Du sagst ja nicht einfach zu jemandem, der an sein Fenster kopft, komm rum. Junge, Digga, die kennen ihn nicht. Die müssen ihn kennen. Er weiß, Leute suchen ihn, die haben ihn gefunden, deswegen er sagt einfach ja, irgendwas. Ja, ich glaube auch, der wusste auf jeden Fall, das sind Leute, die wollen nichts Gutes von ihm, Digga. Und der hat anscheinend dann auch nicht die Tür aufgemacht, ne? Das waren die liebsten Jungs, die waren so korrekt, ja. Ui. Bitte. Schöre, der hat den Instagram-Story gepostet, Digga, Coach Frank hat die Tür nicht aufgemacht. Erzählt man nicht so einen Quatsch, Mann, ja. Wenn die Klingelstreich, das war nicht mal ein Klingelstreich, ja, so, bitte. Also, ich habe mir die Löwenmähne geholt. Ui. Heritium, meine Knusperkekse. Alle ein Herzchen rein. Versprecht mir, dass er studiert. Und dies alle ein Herzchen rein, nervt so, Digga, aber das Ding ist, er kriegt seinen Chat halt damit sehr sauber, ne? Ich habe gar nichts. Es haben an meiner Tür sehr, sehr nette Leute geklopft. Euch dann erst. Sehr nette Leute, Digga. Will er es denn so runterspielen? Ernsthaft, ernsthaft? Der Device 8.1, Digga. Ich habe Schock bekommen, wo ich sein Instagram kurz angekündigt habe. Gänsehaut bekommen. Geschoss. Und wir haben ein paar Bilder gemacht und das war's, ja. Ui, Tom Bill. Ey, Digga, was macht der da? Ja, stellt er dir jetzt so als... Ja, also als Fan so, hä? Also, Bruder, die kamen nicht so rüber als wären die Fans. Warte, wir können mal... Wir gucken mal gleich die Instagram-Story von diesem Typen an. Das ganz, ganz nette Leute waren das. Stimmt das mit dem... Was für ein Müll, was für ein Quatsch. Also, alle ein Herzchen rein. Doch, ganz nette Leute, Mann. Was ihr Verbrechern und Mafia und Clan-Mitgliedern glaubt oder ob ihr mir glaubt, das spielt doch keine Rolle. Es geht nach Sympathie. Das ist totaler Schwachsinn. So. Was? Und es wird in Zukunft... Also ihn glaube ich auf jeden Fall gerade 0,00000%, Digga. Was er labert doch scheiße. Wir gucken kurz die Story von dem Typen an. Ah, die Story ist schon weg, Digga. Die Story ist bei ihm weg, ja. Verdammt. Alle ein Herzchen rein. Es wird noch richtig abgehen. Ja. Alle ein Herzchen rein, okay? Allein Herz reicht. Die geben ihm direkt einen in den Kopf, Digga, so. Ich glaube, Coach Frankie unterschätzt das ein bisschen, weil jetzt weiß man ja auch, wer vor der Tür war. Und es gibt Leute, die können ihn kontaktieren, es gibt Leute, denen wird er sagen, wie die Adresse ist. Ja, klar. Und sobald Coach Frankie live ist, kann das mal passieren, dass Leute einfach mal... Hey, mal vor, Digga, Leute, der ist live, Digga, die kommen bewusst dann rein. Die kommen einfach raus. Fenster ein. Digga, das geht ja auch bei ihm locker, ne, hat man gesehen, Alter. Küsst doch eure Herzen, meine Lieben. Lockeres Ding. Dankeschön. Ja. So. Sieht aus wie Pisse, Digga. Gar nichts. Also, stellt euch mal vor, macht mal bitte ein Herzchen rein. Wenn ihr am Erdgeschoss klopft und ihr sagt, man will Bilder machen oder Fotos machen. Digga, wenn irgendjemand, den ich nicht kenne, irgendwie an mein Fenster klopft, ich schwöre auf alles, ich komme niemals raus, Digga. Wenn ich ihn nicht kenne, Digga, ich komme niemals raus. Also wenn er irgendwie Bild machen will oder so, wie respektlos ist das? Da kommt man rum. Ich habe das Video nicht gesehen, aber... Ich habe Video nicht gesehen, was für eine Lüge. Wie wurde es dargestellt? Ich habe keine Ahnung. Und wenn man ein Coach Frankie... Doch, die waren mit Handschuhen, Digga. Die waren mit Handschuhen Bilder machen, alles klar. Cool. Ja, Digga, der tiefe Sales Agent, der will Bild mit Coach Frankie machen. Den dicksten Löwen packt, dann nimmt man das auf, alle ein Herzchen rein. Dann würde man das aufnehmen, wenn die Jungs irgendwas Respektloses getan hätten, irgendwas Böses. Die waren sehr, sehr nett, ja. Die waren alle sehr, sehr nett, alle ein Herz. Also der hat auf jeden Fall, der muss ja eine dicke, also ich weiß nicht. Also das Ding ist jetzt... Der hat richtig Angst, so wie er redet, ne? Ja, man muss merken, er hat auf jeden Fall, hält sich mehr zurück und mit alle ein Herz rein kommt irgendwie alle 5 Sekunden, Digga. Darauf, ja. Und sie waren sehr, sehr, ach, ist nichts zu sehen. Ja, okay, früh am Morgen Promo, sehr schön, ist die beste Promo, die es gibt, ja. Man braucht nur ein kleines Video irgendwie schütteln, das war's. Aber
Ja, ich küsse eure Herzen. Ist das Bier? Nein, das ist kein Bier, Mann. Also, wenn ihr vorbeikommt, ihr könnt alle gerne vorbeikommen, Ohlsdorfer Straße 1 bis 3 oder... Digga, der hat doch niemals jetzt ernsthaft seine Adresse gelegt. Aber wenn er echt seine Adresse gesagt hat... Nein, das kann nicht sein. Der also wenn, die werden ihn packen. Ich weiß nicht, was in dem Video zu sehen ist. Das kann ja nur was zu sehen sein, dass man nett angeklopft hat. Das war's. Digga. Ja. Aber hat er recht, das kann nur zu sehen sein, dass man angeklopft hat. Das war das Video. Man hat nur gesehen, dass sie geklopft haben. Und alle ein Herzchen rein. So. Das waren nette Jungs. Was kannst du für Supplements? Naja, nett. Ich. Wieso? Das, ich fand, die Jungs waren korrekt, Mann. What? Salam alaikum. Morgen, Coach. Wa alaikum salam. Alles gut? Sagst du nicht Salam alaikum? Ich sage Merhaba, Tschaua hier. Okay, okay. Warum sagst du nicht Wa alaikum salam? Alaikum salam. Sehr schön, mein Lieber. Wa alaikum salam. Ja. Bashim. Was denn? Ich habe gestern das Video gesehen. Ja, was ist da? Was ist denn passiert? Gar nichts. Sie sind gekommen, haben an dein Zimmer geklopft. Ja. Dann hast du zu denen gesagt, geht nach vorne oder so. Ja, richtig, richtig. Und das war's. Fertig. Genau, mehr ist da nicht zu sehen. Ja. Und warum gehen die alle so drauf ab? Also... Aber der hat dich beleidigt, ne, in der Story. Ja. Der hat ihn beleidigt, dieser Typ, der das Video gepostet hat. Der das originale Video. Der hat ihn beleidigt, Junge. Er hat gesagt, der ist nicht nach vorne gekommen. In der Story oder am, hier im Büro? Nein, der hat doch seine Story erstellt. Ich war gestern mal Yassin drin, da habe ich gesehen, habe ich ihn Anfrage geschickt, der hat heute angenommen. Ja. Und dann hat aber er den Coach, ist das deine Wohnung oder wo ist das? Nein, das ist beim Büro. Aber Yusuf. Digga, ihr seht selber, die Lage ist gerade ein bisschen am Eskalieren. Ne? Also man weiß nicht, was abgeht, Digga. Ich glaube auf jeden Fall nicht die Story von Coach Frankie, dass da nette Jungs waren, die nur angeklopft haben, weil sie ein Bild machen wollten, ne? Weil ich glaube nicht, dass ein erwachsener Hells Angels Typ vor deiner Haustür oder vor deinem Fenster kommt, Digga, Video macht, der Story beleidigt, um ein Foto zu machen, Digga. Diese Story glaube ich auf jeden Fall nicht. Ich bin gespannt, vielleicht wird der Typ sich auch dazu äußern, ne? Wir bleiben auf jeden Fall wachsam und checken die Lage ab, Digga. Schreibt eure Meinung dazu auf jeden Fall auch in die Kommentare. Wir sehen uns. Haut rein.